Ja, hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Terraria. Und ja, das war jetzt eine bisschen längere Pause von mir, als abgesehen, weil letztes Mal musste ich kurzfristig unterbrechen und jetzt bin ich einfach gerade eine Runde gesprungen. Und ja, das heißt wieder graben, graben, graben. Boah, ich weiß aber nicht, wie tief ich muss. Aber da ich es versuche gerade zu machen, sollte es aber dann später immer schneller gehen. So, hey. Ah. Ey, Shift-Taste, hopp. Ja, ich bin gerade ziemlich müde von der Schule heimgekommen und gestern schon kein Part rausgehauen, dann muss heute ein Part raus. Kann ich hier schon mal einsetzen? Oh, Leuchtwurz, okay. Bah, Fackeln haben wir auch nicht mehr viele. Ich hätte vielleicht mal den Schrott ablegen sollen, den wir hier schon haben. Naja. Muss man so leben. Boah, das dauert einfach ewig, sich runterzugraben. Schon slick. Okay. Schon fast 2000 tief. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein Partner mit buddeln, buddeln, buddeln. Ja, ich muss jetzt hier und hier. Nein, hier muss ich graben. Sauber. Hopp, die zwei. Ha, geht ganz genau an der Lava vorbei. Sauber. Okay, ich würde so tippen, dass es noch insgesamt so ab 3000 losgeht. Hopp. Das aber erstmal zumachen. Wegen Gefahrengründen, Sicherheitsgründen einfach, dass wir sicher sind. Hoppa. Ich könnte nachher auch noch vielleicht das Gamma hochdrehen. Yep. Wenn wir unten angekommen sind, würde ich das Kamera hochdrehen. Und bis dahin, wo ich hinkommen will, grabe ich jetzt in diesem Part. Weil es sind sonst noch zwei, drei Parts. Und alle drei Parts nur graben und nach unten sich graben, das macht wirklich keinen Spaß, das zuzugucken. Und ja, dann ist das jetzt ein großer Part mit Graben. Und irgendwie der Lava ausweichen. Okay. Dann mache ich es gleich mal auf die andere Art und Weise.
Da haben wir eine schöne Höhle. Ah, super. Hier müssen wir uns nach rechts graben, wie es aussieht. Nach links. Vielleicht müssen wir... Oh! Boah! Wie dumm von mir! Alter, wie dumm von mir! Der Blutmond steigt auf. Verdammt! Blutmond bedeutet einfach, den hatten wir glaube ich schon auch. Warte. Hopp. Dass Gegner die Türen zerstören können, aber zack. Wenn es davor ist, kommen sie nicht rein. Imitator-Maske. Imitator-Maske. Vertraute Frisur. Matsch. Holzpfeile. Den Haken. Flammpfeile. Wiederbeleben. Den lasse ich nochmal hier. Das Schwert kann ich gleich lagern. Normale Wiederbeleben weg. Ein Magic Mirror weg. Und das. Und die hier. Geschäft. Auch weg. Wo? Was hat der denn eigentlich? Okay, nichts. Hat er was Besonderes? Nee. Okay, den Crafting Table haben wir schon. Boah, schon fast ein Platin, sauber. So, mal schauen, was ich hier einräumen kann. Ne, den Trank, den ich will, habe ich noch nicht. Schade, dann brauche ich ein bisschen Eisen. Ich glaube, ein Eisen reicht. Da ist der Amboss. Nein, einer ist recht nicht. Oder brauche ich dafür schon Eisen? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Laternenpfahl. Cool. Drei Eimer. Drei Eisen. Zwei. Eins, zwei, drei. Achso, die kommt so noch nicht rein. Weil ich einen zu hoch gebaut habe. Geh kaputt. Scheint mir jetzt sowas von egal, ich brauch Wasser. Ja, da werden jetzt. Wieso ich es jetzt ablasse, ist ganz einfach, weil ich die Lava wegbekommen will.
das werde ich gönnen. So. Verdammt. Wie, das Wasser hat nicht ausgereicht. Dieses Obsidian können wir jetzt schön abfarmen. Das brauchen wir auch später. Wir brauchen mehr Wasser. Verdammt. Alter, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, hole Scheiße, verdammte Scheiße. Da habe ich einen großen See. Ich weiß, dass ihr nichts seht, aber jetzt müsst ihr damit leben. Okay, hier bin ich mal nicht so geizig. Ich mache hier eine Fackel hin. Der einzige Nachteil ist jetzt, ich kann keine Fackeln setzen. Und dass ich öfters Luft holen muss.
Das war knapp. Super. So. So, jetzt habe ich einen kleinen Wasservorrat. So, deswegen habe ich die Schwimmflossen noch mitgenommen, dass wir jetzt zum Beispiel das hier wegmachen können. Ups. Und die Fackeln werden später einfach alle im Nachhinein gesetzt. Ich muss mir jetzt wahrscheinlich mehr Fackeln craften, aber... Oh. Minenarbeiter. Eine Lichtquelle noch nebenher, dass wir da jetzt halt Sauerstoff holen können. So. Da unten sieht es sehr stark nach Lava aus. Sauber Wasser. Nein, 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 nein. Hopp. Also der Enterhaken, der ist wirklich ein Muss-Objekt. Weil der spart einem wirklich viel Probleme im Leben. Im Leben von Terraria. So, das machen wir dann hier gleich wieder zu. Hopp, hopp. Jetzt danach mit Wackeln, gehen nochmal kurz hin. Und machen weiter. So. So, noch mehr Lava. Kein Problem, wir haben Wasser. Aber wir kommen ziemlich nah dem Punkt, wo ich nicht hin will. Oh, oh, was mache ich da? Hopp. Hier eine Fackel. Und wahrscheinlich können wir das... Ja, da unten brauchen wir auf jeden Fall schon mal wieder viel Wasser. Wow. Schwimmflossen, Schwimmflossen sind unabdinglich, wenn man es so baut. Jetzt bauen wir hier uns an der Seite einen Eingang. Wenn da ein Piranha auf uns zugekommen kommt. Jetzt eine Fackel und graben weiter. Wir haben hier schon mal eine Plattform. Ah! Wieso brenne ich? Obwohl ich im Wasser bin. Oh, ich brauche Luft. So, weiter geht's. 1, 3, 1.
weiß nicht, wie viel Lava noch kommt, deswegen behalte ich mal das Wasser noch bei mir. Weil sonst würde ich das Lava, die Lava verschwenden, das Wasser verschwenden für Obsidian-Herstellung. So, Dämonite. Oh, ich muss. Puh, ich soll mal besser aufpassen auf meine Lebensanzeige. Oh nein, das Wasser fließt jetzt hier ab. Bah, wie viel muss ich noch graben? Nein. Hoppa. Oh, verdammt. Das sieht eine Höhle, wie ich mir dachte. Oh, hoffentlich bin ich bald am Ende. So. Super. Ach, Licht. Ja, wir sind da. Und zuerst mal muss ich den rechts da töten. Weil der hat jetzt einen Gegenstand, den ich gerne haben möchte. Ja, fick dich, Feueramp. Ich mach kurz mal den Eingang hinter mir zu, dass ich nicht so viel Wasser verschwende. Und hopp. Der Feuer-Amp geht mir jetzt schon tierisch auf den Sack. Sauber. Hab ich die? Hab ich die? Hab ich die? Hab ich die? Nein, ich bin voll. Okay. So, was schmeiß ich dafür weg? Das da brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das. Schauen wir uns gleich ein paar Fackeln her. Ach, das sind rote Fackeln. Oh, verdammt. Jetzt habe ich die Rubine verschwendet. Penis. So, das brauche ich auch nicht. Hier kann ich noch nicht drauf laufen. Und hierhin wollte ich. Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind
in der Hölle. Und dafür brauchen wir auch den Schattenschlüssel, weil hier gibt es Schattentruhen. Boah, ist total ungewöhnlich für mich, so weit zu fliegen. Das ist nicht das, was ich will. Aber das, da brauchen wir noch. Hoch. Wieso kann ich den nicht wegnehmen? Brauche ich einfach Bomben dazu? Warte, ich schmeiß mal kurz die wieder weg. Nein, ich will nicht die Ziegelwände, ich will den Ofen. So, hier ist ein... Ah, schon Ende der Map liegt bei... Keine Ahnung wie viel. Egal, wir machen jetzt erstmal... Nö. Saven hier alles, das ganze Geld. Ups, bin ans Biko gekommen. Und... Boah. Verkaufen die Lebenskristalle, die gut Geld geben. Eine Fackel kostet davon nicht. Fackel kostet 10 oder 40 Euro. Super. So, da tun wir auf jeden Fall die Fremdenführer Voodoo-Puppe aus verstauen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Dann die roten Fackeln, ja, was kann ich mit denen machen? Die sind rot und die ist ganz normal. Wow. Das ist voll die Verschwendung. Truhen. Den Ofen, ich tue schon mal hier hin. So. Und platzieren den Höllenschmiedofen. Ja, jetzt können wir uns ein Obsidian-Schädel machen. Und dann gehen wir jetzt hier hin und kombinieren ihn mit dem Kobalt-Schild. Und wie viel habe ich noch? Obsidian. Okay. So machen wir nicht zwei Obsidian-Schädel. Die kombiniere ich jetzt mit dem Hufeisen noch. Einfach weil es cool aussieht, das in Blau zu haben. Ups, ja. Boah. Kommt schon genauso episch. Sauber. Gewalttätig. Zapfer, bam. Was macht das Nahkampftempo? Sauber. Ja, Chef, dann kann ich hier den Ofen verkaufen. Die Höllenfeuerpfeile, die Eimer. Alle hier rein. Giftmesser kann ich verkaufen. Was bei dir? Schon wieder Blutmond? Oh oh, oh oh, Fick dich, blöder Hase. Verpiss dich rein, wieso wieder Blutmond? Los! Rein mit dir. Idiot, was treibst du dich draußen rum? Dann kann ich ihn auch Obsidian hier lassen. So. Fackeln brauche ich keine. Kann ich vielleicht noch da lassen schnell? Was kann ich noch schnell verkaufen?
nicht da. Vergiss das, hier kommt da nicht rein. Deswegen immer Tipp, eins höher bauen. Okay, zum Glück haben wir jetzt Blutmond. Und jetzt einfach fallen lassen. Jetzt werdet ihr nichts sehen gleich, aber ja, es lässt sich nicht vermeiden. Auch hier habe ich noch. Zwei Fackeln, dann kann ich hier eine platzieren. So, ich platziere die jetzt einfach random. Obsidian Farm. Jetzt kommen gerade nur so viele Gegner, weil Blutmond ist, also keine Sorge, normal sind da nicht so viele unten so tief. Da ist eigentlich normales Spawnrate wie immer. Oh mein Gott! Wo ist das Wasser hingeflossen? Das Obsidian werdet ihr nachher sehen, was ich brauche, weil sonst kommen wir später auch nicht weiter. Deswegen baue ich es jetzt hier schon mal ab, wenn ich hier schon mal was habe. So. Boah, das ist ziemlich langweilig. Dafür geht der Part auch heute ein bisschen länger. Naja, ein bisschen schon gut. Schon wieder eine halbe Stunde etwa. So. Okay, das Wasser reicht für hier. Sauber. Das Obsidian kann ich auch nochmal abbauen. Hopp. Selbst wenn es nicht der komplette See ist. Trotzdem. Und hier kann ich jetzt. Weiter auf. So. Luft holen. Zack. So.
Ah, ich hab's schon. Diesmal habe ich drauf geachtet. Ah, ich habe keine Fackel mehr, stimmt. Aber jetzt geht man sich schnell durch und. Und das Wasser hat hier eigentlich so gut wie keine Wirkung. Wuhu, gleich ein bisschen Höllenschärfung. Davon brauche ich auch ziemlich viele. Sauber. So, wir sind 3200 Fuß tief. Wow, wow. Hier muss ich ganz schnell aufpassen. Besonders bei diesen Feuerimps, die einen aufregen. So, das hier mache ich hier weg. Wow, wow. Und jetzt kann ich auch auf dem roten Gebäude stehen, wegen dem Obsidianschädel, den ich benutzt, gemacht habe und kombiniert habe gleich. So, aber erstmal ein bisschen eine kleine Ausbuchtung machen. Hopp. Wenn man Höllenstein abbaut, kommt immer Lava. Immer. Also aufpassen, nicht zu nah dran gehen. Beim Abbauen. Das kannst ganz leicht dich erwischen, nur nicht. Naja. Und du kriegst viel Damage halt. Hat man ja vorhin gesehen, wie schnell ich in Lava gestorben bin. So. So, ein bisschen weiterbauen. Hopp. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. So. Hoppa. Hoppa. So. Au! Und jetzt kann ich auch auf diesen Ball raus hier laufen. Uhu. Und am besten baut man das auch noch ab, indem man von den Häusern aus abbaut, zum Beispiel hier. So, kommt da jemand welches dran? Sind alle hier oben sauber. So. Stein habe ich schon. Ah, 200 schon, voll cool. War ich mir gerade nicht sicher. Und dann gehen wir jetzt mal rechts, zuerst rechts rum. Boah. So. Blöde Feuer-Imp. Ich hasse diese Imps. Ja, oh, hier kann man jetzt gut abbauen. So. Thank you.
Verdammt. Krieg ich auch mit denen wahrscheinlich. Ah, hier unten. Da ist noch welche. Hier habe ich. Ah, Goldohr habe ich auch. Okay. Feuerblume. Feuerblüte. So. Ja, das ist jetzt einfach momentan nur Materialfarmen ein bisschen. Brennt sich einfach durch. Auf den Steinen zwar nicht, aber auf den Holzplatten jetzt wie da. Oh, doch nicht, okay. Oh oh. Vier. Boy. Ich hatte total vergessen. Ich hätte jetzt. Super, ob ich da rüber komme ich nicht, aber. Nee. Okay, dann gehen wir doch erst links lang. Und hoppa. Die Gegner sind hier gar nicht dumm. So kaputt. Feuerimps hasse ich genauso sehr wie die Goblin-Armee. Ja, so etwa können wir es vergleichen. Und die Goblin-Armee ist bis nerviger, ja. Umso einiges nerviger. So, dann ein bisschen hier noch abbauen und ich glaube 6 Stück brauche ich jeweils. Um einen Bann zu machen. Wenn wir hier gleich auf einen Ofen treffen, dann kann ich es gleich genau sagen. So. Ah. So. Und so. Das war knapp. Okay, doch nicht. Ja, Feuer, komm her. Das hat mir sowas noch klar, dass ich jetzt da schon. Boah! Feuer, komm zu mir. Schauen, wie viel ich brauche. 4 und 1 jeweils. Alter!
Victor Fire Amp. 4 und 1 brauche ich. Wie viel Obsidian habe ich? Ich habe. Okay. Bisschen zu viel Obsidian und. Ah, da ist eine. Ich dachte schon, verdammt, habe ich die jetzt nicht aufgenommen. Bei 160 hatte ich 40 Stück. So, noch ein bisschen. Und das reicht dann für heute auch dann. Die machen wir dann so gleich. So. So, hopp. Boah, eine normale Fackel. Gleich zwei, wow, zu gütig. Gibt's hier noch etwas? Nee. So, hopp. Das ist was? Magiekrafttrank, okay. Der hört sich cool an. Sagt mir zwar nix, aber ich benutze auch wenig, eher weniger Tränke für Magie. Okay, später werde ich wahrscheinlich komplett auf Magie umsteigen, aber naja, solange müssen wir, können wir es ja mal mitnehmen. Und das neue Gold Ohr weggeworfen habe. Hopp. So. Hoppa. Noch drei Stück. Wuhu. Zeit für Wusa. Oder Kamikaze Dude Slime. Ich kann auch mehr machen, wenn da so viel ist. Das ist dann die letzte Art, die ich gleich abbaue. Dann machen wir uns die Bahn daraus. Ich hoffe, dass es eine Zahl ist mit 4. Die durch 4 teilbar ist. Also sonst haben wir ein Problem. Teilbar. Teilbar. Super. Und jetzt müssen wir nur noch nach oben kommen. So. Und sauber. Den Trank nehmen wir gerne mit. Da ist eine Schattentruhe. Die nehmen wir natürlich auch mit. Zuerst mal. Ui. Die Linse schmeißen wir weg gerne. Und die Bomben auch gerne. Die Schattentruhe hat nämlich manchmal ziemlich epische Gegenstände. Sauber. Spawnt auch gerade so eigentlich. Dann nehmen wir natürlich den Stärkern mit. So, den Feiern lasse ich nicht bekommen. So. Bam! Das ist unsere stärkste Waffe jetzt. Beispiel an diesem Dämon. Der Waffe ist nur sehr schwer zu treffen, aber. Und jetzt erstmal zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir noch
kurz an den Amboss und stellen uns das hier. Geschmolzene Spitzhacke her. Uhu. Hoppa. Und was noch? Nix mehr. Wir haben jetzt nur noch 9. Und jetzt haben wir eine bessere Spitzhacke mit 100% Spitzhackenkraft. Wuhu. Da können wir die jetzt verkaufen. Ups, du nimmst nichts an. Penis. So. Geschäft. Was können wir erstmal verkaufen? Die hier. Dann die hier. Sonst brauchen wir all. Das kann weg, wo es keinen Wert hat. Ansonsten haben wir alles verkauft, was wir nicht mehr brauchen. Also dann würde ich sagen, ciao Leute, man sieht sich dann das nächste Mal weiter hier mit Terraria. Tschüss!